Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Gott schreibt eine Geschichte mit jedem von uns. Er schreibt Geschichten mit Völkern, mit Familien, mit Familienclans und auch mit jedem persönlich. Deine persönliche Geschichte geht irgendwo in ein Buch hinein, das geschrieben wird über dich. Na, so eine Art Biografie. Und nicht nur die Taten, sondern auch die Gedanken, die Gefühle, alles wird dort niedergelassen. Wir haben Einfluss darauf, was da reinkommt in dieses Buch. Und ich habe eine ganz starke Vermutung, wir haben auch Einfluss darauf, was da rausgestrichen wird. Nicht wahr? Also, manchmal vergehen wir Sachen. Also manchmal machen wir Fehler. Manchmal verlaufen wir uns. Oder nicht. Ja, Jesus hat das ganz treffend mal formuliert. Wer von euch ohne Sünde ist, nimm den Stein und wirf als Erster. Und niemand hat sich getraut. Also, hier brauche ich gar nicht zu fragen, wer von euch ohne Sünde ist. Vergeben sind wir alle. Danach sind wir alle ohne Sünde. Aber von sich aus ist es ein Kampf. Von diesem Kampf wird heute die Rede sein. Von diesem Kampf sind wir alle betroffen. Wollen wir oder nicht? Wir sind ständig in einem Kampf. Wie ein Kollege von mir mal gesagt hat, wir sind ständig in einem Kampf, vormittags gegen Hunger, nachmittags gegen Schlaf. Aber unser Kampf ist ein bisschen härter, ne? Weil das ist ein Kampf gegen zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit, Licht und Finsternis. Wenn wir Kinder des Lichtes sind, Kinder Gottes sind, dann sind wir in einem Kampf gegen die Mächte der Finsternis, zwangsläufig. Wir gehören zu den Feinden des Teufels. Und er attackiert unser Leben, unsere Gedankenwelt, unsere Gefühle, unsere Familien, unser Besitz, alles versucht er irgendwie anzugreifen, zu vernichten. Und wenn es ihm nicht gelingt, gewalttätig uns etwas rauszureißen, weil wir wachen, dann versucht er uns auf die falschen Wege zu führen, zu überlisten, verkleidet sich als Engel des Lichts und labert uns voll mit irgendwelchen Theorien, schickt uns komische Gedanken, die gar nicht biblisch sind oder quasi halb biblisch, um uns von dem rechten Weg abzubekommen. In diesem Kampf sind wir ständig. Wie bestehe ich? Wie kann ich siegreich in diesem Kampf sein? Das ist eine gute Frage, oder? Und Menschen haben nach die Antwort die ganze Zeit gesucht, auch im Alten Testament. Was mache ich bloß, um das in den Griff zu bekommen, was mich quält? Also hauptsächlich ging es darum, gerecht vor Gott zu sein. So dieser Kampf zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit betrifft uns genauso. Wie kriege ich das hin, gerecht zu sein, gerecht zu leben? Das heißt nach dem Wort Gottes. Dass wir Vergebung bekommen, ist alles schön und gut. Aber irgendwann reicht es nicht aus, um mich glücklich zu machen vor Gott. Weil diese Kämpfe, die machen uns richtig zu schaffen. Und auf diesem Weg, also wir können das anhand von zwei Beispielen aus dem Wort Gottes herausgreifen, wo es darum geht, dass wir diesen Kampf führen. Das ist in Galaterbrief Kapitel 5, Vers 24. Da schreibt Paulus darüber. Das können wir vielleicht einblenden. Genau. Welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Na, das ist dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist.
Oder Römer 8, 13. Da geht es um ein ähnliches Thema, auch der gleiche Autor. Der Paulus schreibt, denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also dieser Kampf ist ganz erbittert bis auf Tod. Eine ganz ernste Sache. Und der Weg dahin zu diesem Sieg in dem Kampf, wie sieht er aus? Ein Stratege, ein General, wenn er in so einem Krieg sich befindet, er plant zuerst voraus, wie möchte ich vorgehen, um siegreich aus dem Kampf zu kommen. Und so bauen sich Menschen manchmal ihre Strategien auf. Wie kann ich bloß das in den Griff bekommen? Und einer der Wege ist, ich werde ganz doll aufpassen, jeden Tag. Ich stehe morgens auf und was mache ich? Ja, gut, beten, lesen, also das volle Programm. Und dann gehe ich durch den Tag wie ein Minensucher, um die möglichen Stellen zu entdecken, wo der Teufel mich locken möchte, um da nicht reinzutappen. Und das kannst du einen Tag, 2 Tage, eine Woche durchziehen. Irgendwann ist es anstrengend, so zu leben, wie ein Minensucher durch den Tag zu gehen. Das ist anstrengend. Und diese Anstrengung wird dir irgendwann angemerkt sein, dass Leute erkennen, dass du irgendwie angespannt bist. Unentspannt. Und insbesondere, wenn du längere Zeit erfolgreich bist in so einem Gang, dann kannst du dich loben und sagen, wow, das hat was gebracht. Und dann, wenn du bei anderen Leuten das siehst, dass sie das nicht hinbekommen und die ganze Zeit auf die Nase fallen, die ganze Zeit irgendwas verbocken, dann gefühlt hast du ein Recht, sie von oben nach unten anzuschauen und sagen, ey, wenn ich das hingekriegt habe, dann kriegst du es auch hin. Streng dich an, du Schwächling. Das ist ein Weg. Das ist eine Möglichkeit. Sie ist nicht ganz sauber, sage ich mal so, weil es gibt immer wieder kleine Sachen, kleine Vergehen, die zwischendurch passieren, aber die sind nicht so groß, nicht so gravierend. Ja, was ist schon dabei? Ja, ich habe jemanden vielleicht gedanklich so beleidigt, ich habe eigentlich nichts gesagt, ne? Aber ich habe so gedanklich so abgestempelt. Oder was Jesus über den Blick auf das andere Geschlecht sagt, ganz zu schweigen. Solche Geschichten fließen rein in so ein Herz und der Mensch, den so ein Weg geht, er sortiert das gleich weg und sagt, das sind Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten. Ich habe ja niemanden getötet, ich bin ein guter Mensch. Aber Gott sieht doch alles. Gott kennt uns, unsere Herzen insbesondere. Unsere Herzen sind für ihn wie ein offenes Buch. Deswegen ist dieser Weg nicht der, den wir einschreiten sollten. Ich nenne das der Weg der Gesetzlichkeit. Das ist ein gutes Beispiel, übrigens, in Lukas Evangelium, Kapitel 15. Da gibt es ein Gleichnis über zwei Söhne. Kennt ihr bestimmt. Ein verlorener Sohn ist ein Paradebeispiel für jemand, der sehr Freiheit liebt. Ausgebrochen, von zu Hause weg. Wie empört war bestimmt sein Bruder, als er davon hörte. Du willst nicht warten, bis unser Papa ablebt und dann wir ehrlicherweise unser Erbe aufteilen. Du willst schon jetzt alles haben? Was bist du für ein Mensch? Der hat ihn bestimmt so gleich abgestempelt, abgetan. Und sie selbst natürlich wie ganz, ganz hoch gesehen, ne? Wie ein guter Sohn.
Vergehen Jahre, vergeht Zeit. Und irgendwann kommt dieser erste Sohn in der Geschichte, also der Ausgebrochene, zur Besinnung, kommt zurück, angekrochen, ganz, ganz klein. Und sagt, Vater, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Ich gestehe. Ich sehe es ein. Aber das Leben, das ich geführt habe, will ich nicht mehr leben. Ich möchte zumindest nur dein Diener sein, Diener in deinem Haus, um den Lohn zu bekommen. Und dann habe ich ein viel besseres Leben als in dieser sogenannten Freiheit. Und der anderer Sohn war schon wieder empört. Was? Der kriegt jetzt alles wieder zurück? Er hat doch sein Erbe bekommen und alles verprasselt. Und jetzt rutscht er wieder rein? Das heißt, die zweite Hälfte von der Erbe, die ich alleine bekommen sollte, die wird jetzt nochmal halbiert. Ha? Total ungerecht. Und er wird noch gefeiert hier. Hallo? Was gibt's hier zu feiern? Den muss man auspeitschen und er muss 2 Jahre auf den Knien stehen. Und dann vielleicht vergeben wir ihn. Vielleicht. Wenn er jeden Tag weint. Das ist das Herz eines Menschen, der den Weg der Gesetzlichkeit geht. Selbstgerecht. Ich bin der Gute und die anderen sind, ja, Abschaum. Schrecklich. Jesus war nicht so. Jesus war voller Gnade. Er war voller Wahrheit, aber auch voller Gnade. Er hat Menschen nicht von oben herab betrachtet, angeschaut. Der ist zu ihnen nach unten gekommen, hat sie umarmt und mit sich nach oben gebracht. Und das ist der zweite Weg, von dem wir reden heute. Das ist der Weg der Gnade. Und dieser Weg sieht folgendermaßen aus. Wenn ich in einem Kampf mal verloren habe, dann gehe ich zu meinem Herrn und bekunde das und sage, Herr, ich habe verloren. Ich habe gekämpft und ich habe verloren. Aber du weißt es schon. Das ist für dich nichts Neues. Also vergib mir. Und du bekommst diese Vergebung genauso wie in dieser Geschichte über den verlorenen Sohn. Jedes Mal. Und ermutigt dich und sagt, okay, nochmal vor vorne. Wir kriegen das hin. Wir machen das zusammen. Er gibt uns die Kraft, nochmal und nochmal in diese Prüfungen reinzugehen, wo wir verloren haben, um irgendwann drüber zu sein, weil es gibt etwas Wichtiges, was wir in diesen Kämpfen lernen müssen. Und zwar, dass die Sünde etwas Ekliges ist, die uns kaputt macht, die uns von Gott wegführt und uns beschneidet, um seine Herrlichkeit beschneidet. Und wenn dir etwas eklig wird, dann willst du es nicht mehr haben. Oder? In Jesaja, Kapitel 2, Vers 20, lesen wir darüber. An jenem Tage wird der Mensch seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich gemacht hatte, um sie zu verehren, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen. Im Kontext geht es um ein Gottesgericht. Also Jesaja prophezeit darüber, dass Gott eine Abrechnung macht mit all Ungerechtigkeit auf dieser Erde und Menschen werden in Panik geraten von seinem Zorn. Das hat auch Jesus prophezeit, wenn er wiederkommt. Sowas in der Art wird in diesem Kapitel beschrieben. Und in diesem Moment verstehen Menschen, die Götzen, die ich angebetet habe, von denen ich erwartet habe, dass sie mir helfen, dass sie mich segnen, irgendwas mir schenken. Und wenn was Gutes passiert in meinem Leben, dann habe ich gleich zugebucht und sagte, ja, siehst du, ich habe die Götzen angebetet und sie haben mir geholfen.
an diesem Tag passiert Umdenken bei diesen Menschen, Paradigmenwechsel. Die verstehen plötzlich, dass alles Blödsinn war, dass sie sich eingeredet haben. Und das, was sie angebetet haben, ist nichts. Weil der wahre Gott, den sie das ganze Leben verstoßen haben, die ganze Zeit ignoriert haben, der ist jetzt gekommen, um zu richten. Und dieses Gefühl, das, was für mich früher kostbar war, goldene Götze in dem Fall, das nehme ich und schmeiße zu den Maulwürfen und Fledermäusen. Die Bibelkenner erkennen vielleicht, dass das Maulwürfe und Fledermäuse unreine Tiere sind. Für Israeliten damaliger Zeit war das ein klares Zeichen, eklig. Nicht anfassen, nicht essen, pfui. Das wird also gleich verglichen, ne? Gleich gemacht. Diese Götzen ist die gleiche ähnliche Ekligkeit wie Maulwürfe und Fledermäuse. Das ist der Sinn von diesem Vers. Und genau diesen Effekt haben wir jedes Mal, wenn wir uns konfrontieren mit irgendeiner Sünde, die uns verlockt, welche auch immer. Manchmal ist es verlockend, mal zu lügen oder so, um einen Vorteil zu bekommen. Und dann siehst du, dass Gott die Wege so führt, dass diese Lüge, die du mal gebracht hast, dir mehr zum Schaden geworden ist als zum Vorteil. Das sind gute Momente, wo man lernt und sagt, okay, Herr, ja, ich bin vom Weg abgekommen. Und jetzt erkenne ich, dass es eigentlich eklig ist. Das ist schlecht. Das sind Lernmomente. Und das ist der Weg der Gnade, wo Gott uns hinführt. Aber wir lernen. Und lernen ist ein sehr, sehr gutes Wort dafür, weil wir sind die Jünger Christi. Wir folgen ihm nach und wir lernen von ihm. Wir nehmen von ihm Beispiel. Was würde Jesus tun? Nicht in jedem Detailmoment unseres Lebens können wir von ihm Beispiel nehmen. Es gab vieles, was heute existiert und damals nicht existierte. Deswegen können wir nicht sagen, nicht jedes Mal direkt vergleichen. Würde Jesus seine Wohnung verkaufen und in die Aktien investieren? Keine Ahnung, es gab keine Aktien damals. Aber Gottes Geist hilft uns trotzdem zu verstehen, wie Gott tickt, was sein Wille ist, was er liebt und was er hasst. Und daran orientieren wir uns, mit Hilfe von Wort Gottes, mit Hilfe von seinem Geist. Lernen wir, wie Gott tickt, wie sein Herz funktioniert bzw. schlägt. Und je mehr wir ihn kennenlernen, diesen Gott, umso mehr verlieben wir uns in ihn, denn er ist wunderbar. Allein dadurch, dass er uns die ganze Zeit vergibt und uns nicht abstempelt und sagt, ey, schon zum fünften Mal, also irgendwann reicht's aber auch. Jetzt möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Solange wir uns auf den Weg machen, aufzustehen und weiterzugehen mit ihm, solange ist er mit uns. Der Gerechte kann 7-mal fallen, aber er geht trotzdem, steht trotzdem auf, ein 8. Mal und geht vorwärts. Und sein Weg ist nach oben. Der Weg des Gerechten. Und der Weg nach oben ist natürlich ein bisschen anstrengender als der Weg nach unten. Nach unten ist leichter zu gehen, aber das ist nicht unsere Wahl. Und diese Faszination, die wir entdecken in Jesus, die hilft uns als Motivationsgrundlage für den Kampf, für den weiteren Kampf und für einen Gewinn in diesem Kampf. Die Sünde verliert ihre Anziehungskraft und wir schmeißen die einfach weg. Darüber hat auch Paulus gesprochen in Philipperbrief, Kapitel 3, ab Vers 7, und sagt, aber was mir Gewinn war, er spricht hier nicht von der Sünde,
Direkt. Er spricht von seinem Pharisäertum, dass er gut Bibel kannte, dass er angesehen war, dass er viel gelernt hat und alles akribisch befolgt hatte im Gesetz. Das war für ihn ein Gewinn. Und was schreibt er darüber? Das habe ich um Christi willen für Schaden gerechnet. Ja, ich achte nun alles, auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Unrat, also in anderen Übersetzungen Dreck, Müll, damit ich Christus gewinne. Er ging lange genug den Weg der Gesetzlichkeit. Und als er Jesus kennengelernt hatte, hat er zurückgeblickt und sagte, ey, das war ein Irrweg. Das war, ich habe was für Gott gemacht, aber nicht mit Gott. Das war nur ein Spiegel, das ich uns vor Augen führen wollte. Wir erkennen uns jeder für sich, auf welchem Weg wir uns befinden. In dem Prozess, wo wir unsere persönliche Geschichte schreiben. Und das kann sprunghaft sein, mal so, mal so. Ich erkenne, dass ich manchmal den gesetzlichen Weg einschreite rechtzeitig, mich darin erkenne, schreite wieder zurück, um Gottes Gnade zu suchen, zu empfangen. Was ich auch uns allen wünsche. Amen. Lass uns kurz beten. Danke, Jesus, dass du voller Gnade bist. Danke, himmlischer Vater, dass du voller Gnade bist. Wir erkennen unsere Schwächen. Wir erkennen, Herr, dass wir Menschen sind und keine Götter. Uns ist einiges verborgen, weil wir die geistliche Welt nicht sehen. Und manchmal sind wir orientierungslos. Manchmal verirren wir uns, Herr. Und ich danke dir, dass dein Wort uns daraus hilft. Ich danke dir, dass dein Geist uns daraus hilft. Deswegen ist es ein Grund mehr, dich zu suchen. Nochmal und nochmal zu dir zu laufen. Wir machen unsere Herzen auf, Herr, und bitten dich, dass du dort aufräumst. Mit deinem Geist, mit deiner Kraft. Denn nur so können wir siegreich sein, wenn du durch uns lebst. Halleluja. Danke dir, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Moin. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier bei diesem Video zugeguckt habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren. Unter anderem auf den wunderschönen Button hier zum Abonnieren drücken. Ihr seid alle natürlich ganz herzlich eingeladen, Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Manchmal haben wir auch am Samstagabend einen Gottesdienst. Das findet ihr natürlich alles auf unserer Homepage unter dem Reiter Veranstaltungen. Da könnt ihr immer wieder den aktuellen Monatsplan euch zum Beispiel auch angucken oder zum Beispiel gucken, wann zum Beispiel auch alle anderen Termine gerade von unserer Gemeinde einfach gerade dran sind. Wir haben natürlich nicht nur unsere Homepage, sondern wir haben natürlich auch noch Facebook, was ihr natürlich auch noch nutzen könnt. Und neuerdings haben wir jetzt auch schon Instagram. Alle nötigen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Findet ihr aber auch zum Beispiel, wenn ihr hier auf Info geht und dann ihr zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram oder zum Beispiel hier auch einfach auf die Webseite klickt. Sind natürlich auch hier unten jetzt Links natürlich auch noch angegeben. Für jeden, der nicht ganz genau weiß, wo die sind. Aber ich werde sie auch natürlich auch unten in der Videobeschreibung natürlich auch noch verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.